Super Mario Brothers. Wihi! Herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Super Mario Brothers Wii zusammen mit Paul Meister. Hallo. Ja, wir haben in der letzten Folge dieses Level hier freigeschaltet. Und nein, wir haben es gar nicht in der letzten Folge freigeschaltet, aber oben, diesen Eingang hier. Hier oben. Den, wenn wir jetzt nach rechts gehen, den haben wir in der letzten Folge freigeschaltet und wir wollen jetzt einfach mal gucken, was jetzt passiert. Wir gehen hier rein und wir betreten Welt 7, Schloss. Aha. Oh. Tatsächlich, wir starten hier anscheinend nicht am Anfang, sondern... Okay, wie gab es da jetzt nichts? Hm. Seltsam. Oh, Leben. Okay. Ja, mal schauen, wo uns diese Röhre hinführt. Wir werden direkt zum Boss kommen. Okay. Komm, ist doch ein Witz. Ja, dann werden wir jetzt natürlich keine Sternmünzen... Aua. Einsammeln können. Moment. So. Oh, ich wollte eigentlich noch nach rechts gehen, um da zu gucken. Naja. Zu spät. So, hier wartet Vollmasse direkt auf mich. Und wir kämpfen direkt gegen Ludwig. Ja, ich bin mal gespannt, was er diesmal im Petto hat. Diesmal hilft Kamek wieder. Und wieder wendet sie eine ihrer Fähigkeiten an, um irgendwas an dieser Stage zu verzaubern. Und diesmal ist es... Oh, Plattform, einzelne. Ach du je. Alter. Ist schon ein cooler Effekt, wie so im Hintergrund der... Wie es alles nach unten geht, beziehungsweise wie man selber nach oben steigt. Nur auf der einen Plattform geht er jetzt hin und her. So. Am besten direkt, wenn er runterkommt, dann auf ihn drauf. Ja, das ist manchmal so schwer, ne? So, wenn er rauskommt. Okay, das hat nicht funktioniert. Ja. Das hat doch ziemlich gut funktioniert, ne? Und hier ist direkt das Ende. Na, was für ein Zufall. Bitteschön. Ja, das war mal ein schnelles Schloss, ne? Gerade mal 2,5 Minuten und wir haben schon den Gegner besiegt. Aber leider keine einzige Sternmünze. Das ist natürlich das Schlechte an der Sache. Das werden wir noch nachholen müssen. Aber erstmal sehen wir, dass es jetzt wirklich in Welt 8 geht, ohne weitere Umschweife. Also, zumindest vom Weg her. Wir müssen nämlich noch einen Umschweif machen. Und zwar kehren wir nochmal zurück zu Welt 7. Und ja, holen uns hier noch die letzten Sternenmünzen, die uns noch fehlen. Oh, och, aber erstmal, ja, okay, hätte ich jetzt außen rumgehen können. Tut mir leid. Aber so gibt es wenigstens noch ein paar Pilze für uns. Das ist doch auch was Gutes. So, jetzt mal nicht mein Item hier verlieren. Ey, sag mal! Ja. Nein! Oh Gott. Komm, ich hab's fast. Ja. Sehr schön. Nochmal 3 Pilze gewonnen. Und dann können wir jetzt auch direkt weitermachen mit den Sternmünzen, die uns noch fehlen. So, wir gehen nochmal ganz nach rechts durch und jetzt gehen wir auch in den normalen Haupteingang rein, in den wir eigentlich ja gehen sollten. Wir haben uns da ein bisschen von hinten reingeschmuggelt. Aber jetzt starten wir von Beginning. Von nicht so direkt wieder vom Anfang. Wieder, ey. Ach, die holen sie wieder raus, ihre langen Stachelkolben. Ja. Haben sie wohl das Gefühl gehabt, dass die viel gebracht haben. Und deswegen haben sie gleich nochmal eingesetzt. Wobei, naja. Ich glaube, so ein großer Unterschied ist nicht zu den ganzen anderen Maschinerieteilen, die sonst so eingesetzt werden. Oh, kleinere. Ja, das ist schon etwas schwieriger. So. Okay, da vorne ist schon mal die erste Sternmünze. Und ich sammle sie direkt ein. Oh, ja, sehr schön. Oh, da ist sogar so ein richtiger Block. Alter, wie der Bildschirm wackelt, ey. Ja. Mann, Mann, Mann. Okay, rechts und links tatsächlich. Oh, genau. Das ist aber ein sehr schnelles Teil hier. So. Da muss man wirklich sehr viel durch. Ey, sag mal, was soll denn das? Sonst schafft man das nicht. Alter, das ist wirklich, wirklich knapp. Nein. Oh. So,
Also immer Ausschau halten. Nach noch mehr. Oh, jetzt sind wir hier wieder bei einem. Wie heißen? Ich habe übrigens nachgeschaut, wie die heißen. Und zwar heißen die Vorschlagbruder. Weil die den Vorschlaghammer in der Hand halten. Ja, weil die Vorschlaghammer werfen. Ja, genau. Oder manchmal heißen sie auch Sudo Bruder oder wie das heißt. Oh, da unten ist eine Röhre. Da könnte ein Geheimnis sein. Das werde ich gleich mal abchecken. Ja. Jo. Am besten von hier rechts. Ja. Das war ganz gezielt und gut. Oh, wir sehen nicht viel. Boah. Ja, das war ganz schön knapp. Aber wenn wir hier schütteln, dann machen wir den Sichtweg wieder etwas frei. So, ich sehe da auch schon eine Sternmasse. Müssen wir nochmal da runter. Ja. Einfrieren kann man die leider nicht. Schade. Schade. So. Nochmal eine Eisblume. Und hier ist... Oh. Tatsächlich dann auch die Sternmünze. Okay, dann fehlt wirklich nur noch eine Sternmünze. Bevor es wieder zu Och, komm! Ludwig geht. So, die gehen jetzt wirklich in einem schnelleren Rhythmus wieder. Oh, okay, da habe ich es jetzt auch falsch gemacht. Oh, das ist aber fies. Da muss man sich, glaube ich, ducken. Sonst... Ja, noch ein bisschen mehr Zeit. Ja. Oder man geht einfach durch. No. Das geht natürlich auch. So, von Meister willst du haben? Okay, danke. Kannst du gern. Aber oh, hier muss ich ducken, glaube ich. Oh, oh ja. Oh ja, oh ja. So, ich muss jetzt hier auch nochmal Zwischenstopp machen. Und dann geht's weiter. Wow. Sehr knapp bemessen, wirklich. Da muss man, glaube ich, rennen, sonst schafft man das nicht. Gut, wo ist denn die letzte? Da. Ey, sag mal. Oben? Oh, jetzt sind wir schon am Ende. Ach du je. Haben wir jetzt etwa übersehen, oder was? Weil hier, da oben, die Röhre, die da oben war, da kamen wir ja raus. Hm. Muss ja davor noch sein, oder? Wollen wir nochmal zurückgehen? Wissen wir, wo du da übel. Vielleicht da oben irgendwo in diesen, oder unten in den Wolken. Lass mir die da. Oh nö. Hey, seit wann sind hier Stacheldinger? Die waren vorher nicht. Hä, echt? Die waren vorher nicht da. Da konnte man problemlos auf die Plattform rauf. Ist ja seltsam. Vielleicht, damit man nicht zurückgeht. Hm. Boah, wie soll ich denn was machen? Ich glaube, ob ich irgendwas sehe, aber ehrlich gesagt sieht es schlecht aus. Okay. Brauchen wir gar nicht ducken. Ach. Da oben ist da irgendwas. Ne, ich sehe da echt nichts. Ah, da! Hier! Da ist doch was. Ja, da ist sie. Sehr schön. So, jetzt dürfen wir bloß nicht sterben. Das ist jetzt wichtig. Boah, natürlich. Läuft er wieder zurück, obwohl ich nur abbremsen will. Ja. Und Bollmeister. Ach du. Vorsicht. Okay. Ja, geh du mal vor. Ich stehe jetzt Checkpoint. Oh Gott. Alter, ich habe gerade in dem Moment A gedrückt, als du gestorben bist. Und dadurch wurde es zum Glück nicht gezählt. Alter, wie soll man das schaffen? What the hell? Oh, Mann. Aber war Glück, dass das A gerade eben nicht gezählt hat, was ich gedrückt habe. Sonst wären wir noch früher down gegangen. Ja, da haben wir uns echt nicht genau genug umgeschaut. So. Hey, sag mal, es regt mich auf. Au. Wollen wir mal so eine Doppelstampfattacke machen? Ja. Warte, 1, 2, 3. Wow. Bringt nichts. Wir waren zu weit weg, glaube ich. Nö, ich töte den einfach so. Mann, jetzt leg auf. Au. Alter, das regt mich richtig auf, Mann. So. Besiegt. Gut, wir wissen ja jetzt, wo die zweite und dritte ist. Damit können wir da jetzt sehr schnell hineilen, bevor wir dann zum Kampf gegen Ludwig gehen. Erneut. So. Oh, knapp daneben.
Schade. So, aber diesmal bitte. Sehr schön. Gut. So, dann müssen wir erstmal warten. Das ist ganz schön überraschend, ne, dass das da runterkommt. Wahrscheinlich gibt es dann so voreilige Menschen, die sofort nach rechts gehen. Und dann sofort da sterben oder so. Ey, sag mal, das gibt's doch natürlich. Natürlich falle ich runter. Oh. Mann, wie behindert ist denn die Scheiße? Oh! Ja, jetzt. Aber Paul Meister ist doch nicht etwa was gegen Behinderte, oder? Nein, nein, gegen das Spiel, weil das Spiel behindert ist. Also hast du doch was gegen Behinderte. Gegen behinderte Spiele habe ich was. Ach so. Na dann. Das wollte ich hören. So. Boah, das war knapp. Da oben ist das Secret. Okay, sehr schön. Hast du gehört, die Lache von dir? Oder so ähnlich. Nase. Help for me. Hey, no. Security. Warum ist denn jetzt hier auf einmal... Da war vorher... Ich schwöre, da man vorher konnte man das safe rüber über diese Plattform. Ja, war wirklich so. Also kann ich mir auch erinnern, ja. Komisch. Hä? Sag mal, mach mal eine Stampfattacke? Machst du mal eine Stampfattacke? Ist zu schwer oder was, Alter? Gut, wir haben alles. Jetzt geht's nur noch gegen Ludwig. Dann haben wir das. Ey. Da ist ja nochmal ein Dreisprung hingelegt. Und jetzt kommt Kamek. Das war schon sehr gut gemacht, finde ich, so von der Grafik her auch. Mhm. Ui. Also für ein Wii-Spiel allemal. Vor allem auch die Flammen, guck dir die mal an, ey. Könnten ja auf der Nintendo Switch auch immer noch so genauso da sein und das wäre alles andere als schlecht. So, komm mal her. Zack. Gleich mal draufgesprungen. So, wo kommt er jetzt hin? Wieder links. Und gleich mal besiegt. Das war doch mal wieder ein voller Erfolg. Diesmal auch mit allen Sternmünzen tatsächlich. Diesmal kriege ich auch mal den Schlüssel. Ja. Kleiner Mario mit großem Schlüssel. Das ist noch größer als ich selber. Kannst du gar nicht einstecken. Ist Mario ganz, ganz schön kräftig, ne? Dass er den tragen kann. Muss ja ganz schön schwer sein. Ist so Gold. Aus Holz oder so. Sieht eigentlich so aus, als wäre er aus Gold. Und wir haben tatsächlich alle Sternmünzen in Welt 7 gefunden. Wunderbar. Fehlen jetzt nur noch die von Welt 8? Dann haben wir wirklich alle. So, wir speichern. Natürlich. Und, Leute, dann sieht's ganz so aus, als würde es jetzt mit Welt 8 weitergehen. Oh, wir können aber gar nicht nach rechts hier laufen. Schade. Haben wir ja eigentlich in der letzten Folge gemacht. Gut, dann müssen wir eben manuell die Welt wechseln. Nach Welt 8 geht es, Leute. Zur letzten Welt. Bowser treibt hier, denke ich mal, sein Unwesen. Und ja, da müssen wir auf jeden Fall einen Pilz mitnehmen. Sonst werden wir das nicht schaffen, Leute. Welt 8.1. Los geht's. Im Vulkan oder in der Lava-Welt. Auch eine neue Musik. Und oh, da ist der gefährliche Rauch. Wenn man da reinkommt, dann stirbt man. Oh, na gut. Sofort. Man wird nicht verletzt, man stirbt. Wenn ich mich recht erinnere. So wie Lava eigentlich. Ja. Oh, hier sind die Plattformen, die kaputt gehen, na? Oh ja, die fallen runter. Das ist gefährlich. Och. Aber diese Meteoriten sehen nicht schlecht aus. Auch die Plattformen. Und sogar Pilze gibt's hier. Die sich leicht hin und her bewegen. So ist es ja wirklich schon nicht... Nicht übel. So, Vorsicht. Aua, Vorsicht, Paul, machst du nicht sterben, nicht sterben. Oh, oh. Oh, man sieht sogar, wie das aus dem Vulkan rauskommt. So. Oh, wir müssen aufpassen. Ach du je. Ja, es wird gefährlicher. Oh. Die Geräusche, die der Rauch macht, Alter. Komm schon, geh runter. Wir sterben hier gleich. Vorsicht! Ach du je. Da gibt's Münzen.
Oh, Mann! Wir haben noch keine einzige Sternmünze. Ah je. Oh, da ist sie. Hoffentlich die erste. Wow! Oh, wir müssen da hin. Ganz schnell. Oh. Ja, war die erste. Okay. Sehr gut. Glück gehabt, was das angeht. So, komm runter. Boah, ist das fies gemacht, ey. Ey, das gibt's so, jetzt schneller tanzende Pilze hier. Aber immerhin haben wir jetzt einen Checkpoint. Oh, scheint nichts zu sein. Ja. So, hier wieder die Militärsplattform. Kennen wir schon aus dem einen Schloss. In der sechsten Welt, wenn ich mich recht erinnere. Wow. Oh, okay. Mann! Kleiner Fehler meinerseits. So, vielleicht ist eine Stern uns auch hier so in so einer Militärsplattform versteckt. Vorsicht! Nein! Oh, die Pilze! Die sorgen auch dafür, dass es rund, dass es sinkt. Also ich mitten in den Powerblock? Ja, würde ich mal machen. Vielleicht jetzt? Ja, ja, okay, sehr gut. Da unten noch was. Nein. Okay, ciao. So, fehlt nur noch eine Sternmünze. Komm, wir können es schaffen beim ersten Versuch. Die Chance ist da, liebe Leute. Auch wenn es richtig schwer ist. So, hier würde ich mal... Oh, anhalten. War wahrscheinlich eine schlechte Idee. Das war... Komm. Ja. Ich hab's geschafft. Nicht gestorben zumindest. Bisher. Los, weiter. Oh, 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 oh. Ach, du Kacke. Wir müssen jetzt echt abhauen hier. Jo, was ist denn das? Jetzt rüber. Oh, oh, da, eine Wand. Warte, da kommt man. Oh. Oder so. Vorsicht. Oh, da müssen wir groß sein, ne? Ja. Yeah. Oder wir müssen warten, bis die Dinger das kaputt machen. Ja, jetzt schneller rein. Oh nein. Als ob. Du bist von dem Käfer ge. Ja, ich konnte mich gar nicht mehr konzentrieren. So viel los auf einmal. Puh. Ja, aber wir sind weit gekommen und wir haben einen Checkpoint erreicht. Ja. Gut, noch ein Versuch, würde ich sagen. Ja, ja. In der Folge mit. Ist aber auch lang, das Level einfach. Item. Und wir wissen, wo alle Sternmünzen sind, das ist auch gut. Ich sage wow. Einfach boah, schnell weiter, ja. Hier irgendwas passieren kann. Na komm. Okay, ganz normal. Mann, scheißegal. Au. So, Powerblock, nimmst du ein bisschen wieder? Okay. Ist da irgendwie was Tolles? Nicht wirklich. Au. Oh, das war knapp. Ey, was soll ich hier machen? Was soll das? Wow. Boah, fast wäre denn meine Hand wieder zum Leben erweckt worden? Alter. Nein, das gibt's doch nicht! Wow, jetzt sind die in einem ungleichmäßigen Rhythmus hier. Okay, geht aber trotzdem. Kommt runter, ihr Dinger. Los. Okay. Okay. Ist das in der Röhre? Kann man da reingehen? Ja, ich denke mal, da geht's weiter. Wow. Also ein normaler weiter Weg. So. Nein. Oh, hier ist ein Leben. Ja, ich komme schnell zu dir. Oder gehen die Röhre ja, einfach? Ich gehe rein. Wir haben alles. Nur noch zum Ziel jetzt. Oh. Ja. Boah. Puh, in der Folge tatsächlich das Level auch noch geschafft. Mensch, das war doch gut, oder? Ja, dann haben wir gut hinten. Hast du gesagt, hast du gut hingekriegt. So, somit haben wir jetzt Welt 8.2 freigeschaltet und wir können auch mal hier auf die Liste natürlich gucken. Haben wir noch gar nicht gemacht. Oh, wieder viele Level. Mhm. Ja, bis 8.7 geht sogar. Wow. Und ein Luftschiff. Aber gar kein Schloss. Na sowas? Gibt's in dieser Welt kein Schloss? Okay, haben wir wohl weniger zu tun diesmal. Alles klar, dann würde ich sagen, geht's in der nächsten Folge weiter mit Welt 8.2. Das scheint mir ein Untergrundlevel zu sein, denn unter uns ist ein Loch. Ich denke mal, da werden wir ja im Inneren von diesem Steinweg hier ein bisschen versuchen, ja, weiterzukommen. Und wir hören mal ganz kurz auf die Musik.
Ja, die ist schon in der Welt ganz cool, finde ich. Ja. Gut, dann bedanke ich mich fürs Ansehen. Hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Bewerten nicht vergessen. Also dann, bis zur nächsten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Bis dahin und ciao. Tschüssi.